So, es ist an der Zeit, einen Ausgang zu finden. Hier gibt es keinen Ausgang. Wir können einfach mal die Treppe nach oben bemühen. Vielleicht, man weiß es nicht genau. Und wir haben Arktos, Leute. Wir haben einfach Arktos. Hier ist noch eine Leiter, genau. Okay, okay. Hier gibt es auf alle Fälle noch ein Item. Oh, Eisstrahl. Oh, oh, das gefällt mir. Eiszahn wäre mir natürlich lieber. Aber gut zu wissen, denn Eisstrahl können wir noch gut gebrauchen. Und jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir jetzt lang? Laufen wir jetzt? Ich probiere einfach mal die Treppen jetzt hier aus. Die Leitern. Mann. Zu viele Pokémon. Aber wir könnten leveln. Das vergesse ich immer. Ich vergesse immer, dass wir gerade auch mit Lamus eigentlich... Kann ich gut leveln? Ja. Können wir gut leveln mit Lamus? Ich denke schon. Ist das euer Ernst? Ihr macht das mit Absicht. Ihr wartet immer, bis es bei fabelhaft ist, dass die Leute werfen und dann greift ihr an. Das ist doch ein System. Die Pokémon haben sich gegen die Menschen verschworen, damit sie nicht mehr so leicht gefangen werden. Tch. Oder wenn wenigstens einen Haufen Geld für Pokébälle ausgeben. 672 Erfahrungspunkte und ein Robust-Bonbon plus... Plus nehmen wir sehr gern mit. So, Lamus haben wir schon 80.000 Mal gesehen. Da unten gibt es noch ein Item. Hier gibt es nichts mehr. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ja, hier waren wir. Hier waren wir wirklich schon. Aber warum habe ich das Item dann vorhin noch nicht gehabt? Ach, guck mal an, wir sind wieder ganz draußen. Wir sind wieder ganz oben. Dann fangen wir das Rosana, heilen dann unser Pokémon, in der Hoffnung, dass wir nicht nochmal alles neu machen müssen. Denn ich gebe mir größte Mühe, dass es diesmal mit dem Ziehen besser klappt. Hopp's doch nicht immer rüber, Rosana. Was soll denn das? Oh, das hat noch gezählt. Hm, ich bin überrascht. Ey, es ist so zum Verzweifeln. Om Namaste, Rosana, bleib im Poké. Hier, Rosana, ich möchte dich mal kurz darüber aufklären, dass ich kaum noch Pokébälle habe. Kaum noch Überbälle. Bleib doch jetzt bitte drin. Dankeschön. Manchmal muss man einfach... so ein bisschen Verständnis erzeugen auf der anderen Seite. Was? 398? Ohne Sanana wäre. Hat sich ja nie so sehr gelohnt jetzt, ne? Bim, 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 bim. Ach so, ich wollte ja rausgehen. Aber muss ich da nicht alle neu verschieben? Noch ein Schicki. Ich muss doch Schiggis fangen. Ich kann doch Schiggis nicht einfach so da lassen, also. Ich habe nur noch 11 Bälle. Ich habe halt nur noch 11 Bälle. Komm, Schiggi. Du hast es gut bei mir. Du wirst es sehr gut bei mir haben. Bin wie eine Mamutschka in eisige Sibirien. Schiggi, ich habe nur noch 9 Bälle. Rosana hat sich eben auch gerade fangen lassen. Wärst du bitte so freundlich, dich auch fangen zu lassen? Da würde ich mich ganz, ganz... Ich würde mich ganz, ganz doll freuen, Schiggi. Wenn du dich fangen lassen würdest. Ja? Schiggi, bitte. Sei doch nicht so. Schiggi. Hoppala. Schiggi. Geh jetzt in den Ball. Was ist denn los mit dir? Junge! Das gibt's doch gar nicht. Geh jetzt in den Ball rein. Aber sofort. Und da bleibst du jetzt auch. Boah. Was ist denn hier los? Mein lieber Scholli, dem geht's wohl ein bisschen zu gut. Also, das ist ja frech.
Du bist hier 5 Minuten in der Aufnahme und verballerst das schon wegen eines Schiggis. So, Geldbeutel lasse ich sehr gern stecken. Jetzt ist unser Glurak erstmal wieder oben auf. Und wir müssen garantiert alle Sachen neu schieben. Ach, warte, ich muss in das Loch dort, ne? Ja, genau. Hallo, guten Tag. Ich fall mal in das Loch rein. Wupp. Guten Tag. Und gleich nochmal weiter. Einfach hinterher. Jawohl, schön. So, jetzt können wir wieder Wuchtstoß einsetzen. Und nähern uns dann hoffentlich so langsam aber sicher dem Ausgang. Also ich hoffe, dass es das jetzt war. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Bestimmt. Ein Rosanna. Es tut mir ja leid, aber normalerweise geben die Rosanna relativ viel XP. Ja, ja. Ich hoffe, dass das mit Superbällen jetzt auch klappt. Wäre ja schön, aber ist auch nur Wunschdenken. Einfach fabelhaft. Könnte ja vielleicht sogar schon reichen. Ja. Schön. Nicht ganz so widerspenstig wie ein Shiggy. 1251 und 4 Grips. Alter. Krass. Das ist krass. Ich bekomme noch Albträume davon. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Waren wir da schon? Wahrscheinlich ja nicht. Gibt's da tolle Items? Gibt's da irgendwas? Leute. Hey, waren wir doch schon. Hier waren wir doch schon. Ich kenne diesen Ort. I'm sorry. I'm sorry. Did I say something that you found funny? Oh, schade. Ich dachte, der geht ein bisschen weiter nach rechts. Aber ich habe auch versucht, sehr vorsichtig zu werfen. Wunder geschehen immer wieder. 619 XP. Kann man mal so mitnehmen. Nidoking erreicht Level 52. Schön. Miu, 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 miu. So. Haben wir jetzt genug Rosanna gesammelt? Also langsam würde ich dann doch gerne aus den Seeschauminseln raus. Wir sind schon wieder viel zu lange hier. Alter. Wir springen ins Loch. Hui! Und brechen uns alle Knochen. Ah, jetzt haben wir hier nicht mehr diese Strömung. Das heißt, uns ist es erlaubt. Das kennen wir doch schon hier drüben, ne? Ja, das war gerade total winzig, das Cover dort. Das sah gerade irgendwie witzig aus. 3 Hyperbälle. Auf der anderen Seite waren wir, glaube ich, schon. Und ich würde mal behaupten, hier geht es sogar schon raus. Nur fehlt uns immer noch ein Item. Oder war es das? Ich hatte irgendwo einen Eisstein. Oh, schön. Aber welches Pokémon in dieser Generation entwickelt sich denn mit einem Eisstein? Hm? Stärkungstasche? Okay, komm, noch ein letztes Mal, weil wir gerade in der Fangserie sind. Wie es halt instant rüberhopst. Ha, das wusste ich. Ich wusste es. Ich habe damit gerechnet. Und das war sehr elegant gerade. Ich habe das sehr elegant gerade rüber geschwungen, den Controller. Und es bleibt instant drin. Ich bin happy. Ja, fabelhafter Wurf, Fangserie. Wie viele XP gibt's? 1000. Oh, dankeschön. Pokémon-Gott im Himmel. Arceus. Gripsbonbon, 6 Stück. Sananabeere, 1. Gripsbonbon plus plus gibt's 2. Und nochmal eine weitere Sananabeere. Und dazu noch 1271 XP. Leute, was wollen wir eigentlich? Wir haben doch so viel jetzt schon erreicht. Und außerdem levelt Pikachu ab. Simsala knapp daran vorbei. Schade. Fangserie 3, weiter so. Vielleicht bekommen wir sogar noch einen Shiny, Rosanna, wenn die Höhle hier noch größer ist. Ich vermute aber mal fast nicht. Man darf ja mal noch träumen. Hier ist bestimmt der Ausgang. Hier ist das Item, das meinte ich. Okay, ich bin zufrieden. Damit habe ich nämlich jetzt das Gefühl, alles erkundet zu haben. Falls nicht und jemand, der das hier sieht, hat das bemerkt, dann lasst es mich ruhig wissen in Form eines Kommentars. Dann kehren wir vielleicht eines Tages nochmal zurück. Okay, das eine Fleckmon schnüffelt dem anderen Fleckmon am Hintern. Ich weiß nicht, ob die das so machen, aber ein bisschen komisch ist es trotzdem.
Ah, geh weg. Wir sind draußen. Wir sind draußen. Seeschauminsel. Kämpft die jetzt gegen uns? Machst du auch gerade Urlaub? Nein. Eigentlich nicht. Ich war fertig mit der Welt. Und mit der Seeschauminsel. Und jetzt kommst du, Irene. Mit deiner Sirene. Und deinem Knogger. Und ich mit meinem Glurak. Knogger ist auch ein Stein-Pokémon, kann das sein? Dann ist ja Feuer nicht so gut. Aber ja, vielleicht Schaufler. Ist es nicht schön, ein Glurak, dass ich da reinbuddeln kann? Oh, Fuchtler hätte das eingesetzt. Alter, nicht schlecht, der Speck. Ist wohl doch kein Stein-Pokémon. Dann probieren wir es mal mit Flammenwurf. Ja, das haut schon eher rein. Bin zufrieden. Gyarados mit Kaskade hätte sicherlich auch gut getan. Simsala erreicht Level 53. Und Knuddeluff. Ist Knuddeluff ein Feen-Pokémon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Knuddeluff, Leute. Ich kenne mich damit nicht aus. Normal und Fee. Und gegen Fee ist effektiv Stahl und Eis. Ist es korrekt? Ich glaube ja. Gift! Stahl und Gift! Zum Glück habe ich nochmal nachgeschaut. Das ist ein bisschen gecheatet, ich weiß, aber sei es drum. Hauptsache, wir können hier mal wieder ein bisschen punkten mit unserem coolen Nidoking. Knuddeluff! Knuddel! Nidoking setzt giftig ein. Schön. Schön. Ist an Brutalität nicht zu überbieten. Knuddeluff! Tut mir leid. Nee, tut es mir schon leid. Rasaf erreicht Level 52. Und Glurak erreicht Level 52. Schön. Und jetzt kommt noch ein Duflor. Gift, Pflanze. Ja, also, ne, eigentlich könnte man auch Glurak weiterleveln, aber ich sag mal, bei Gift, Pflanze, da setze ich doch eins meiner Lieblings-Pokémon ein. Na, ist ja ganz klar. Das ist ja logisch. Da werden wir uns nicht hemmen. Hammond, da werden wir uns nicht. Es war keine Musik mehr an. Bitte sagt mir, dass die Musik jetzt nicht zu lange nicht an war. Bitte. Dafür setze ich jetzt auch meine Psychokinese ein. Extra dafür. Als Entschädigung. Da. Verdammt, ich wollte eigentlich die Facecam ausmachen. So. Jetzt ist es auch zu spät. Jetzt ist auch egal. Was ist denn los hier? Ich verzweifle schon wieder beim Aufnehmen. Ist doch furchtbar. Aber jetzt mal ernsthaft. Bitte sagt mir, dass die Musik nicht zu lange aus war. Sonst muss ich wieder irgendwas einblenden hier die ganze Zeit. Im Hintergrund. Naja, passiert. Passiert den Besten. So, schönen guten Tag. Musik ist an. Angeblich waren die Seeschauminseln früher nicht miteinander verbunden. Das ist korrekt. Das ist nicht nur angeblich so, sondern so kenne ich das auch noch, dass man eigentlich an denen vorbei schwimmt und dann sich aufmacht nach zur Zinnoberinsel. Und ich verstehe nicht, warum man hier nicht drüber hüpfen kann. Das ist halt schon ein bisschen gemein. So, dann schwimmen wir mal weiter. Ich sollte vielleicht meinen Glurak wegpacken. So. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Tolle Items. Tentara, die können wir jetzt getrost ignorieren. Aber die Badenixen, die können wir natürlich nicht ignorieren. Wenn ich mich so von den Wellen treiben lasse, fühle ich mich wie ein Wasser-Pokémon. Schön. Das freut mich sehr. Und ich muss auch sagen, Veronika. Veronika. Ich bin ganz froh, dass wir in der Seeschauminsel so viel gefarmt haben auch, denn dadurch konnten wir die Pokémon ein bisschen mitleveln, die wir vielleicht sonst jetzt hier auf hoher See gar nicht hätten leveln können, wie eben auch Lurak. Oh, schade. Aber egal, weiter so, Volltreffer. Surfer, ich bin gespannt, was macht unser Pikachu? Hält es im Angriff stand? Ja, also es hat schon ordentlich reingehauen, aber ich bin noch gute Dinge.
Ich hätte halt immer gern mal einen direkten Vergleich. Hätte jetzt Donnerblitz für einen One-Hit-KO gesorgt, statt Britzel-Turbo? Man weiß es nicht. Man kann jetzt nur noch spekulieren und vermuten. Pikachu erhält auf alle Fälle schon mal eine Menge Erfahrungspunkte. Veronika wurde besiegt und sagt, sieht aus, als wäre ich dir an den Haken gegangen. Danke, Veronika, dass du mir an den Haken gegangen bist. Das ist sehr schön. So, du findest drei Hyperbälle. Und ich habe eine Idee. Ich würde gern unser Gyarados weiterleveln. Und wie ihr wisst, gibt es eine Attacke, die wir später noch gut gebrauchen können, die ich unserem Gyarados auch gern beibringen wollen würde. Und das ist die hier. Eisstrahl. Kann Nidoking auch. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt haben wir natürlich folgendes Problem. Kaskade ist eine sehr schöne Attacke, Hydropumpe aber auch. Hydropumpe ist eigentlich auch eine sehr starke Wasserattacke. So. Das Ding ist, wir haben nun einen extrem hohen Angriff und keinen sehr großen Spezialangriff. Das heißt, Eisstrahl wird nicht so viel Damage machen wie zum Beispiel ein Eiszahn. Ein Eiszahn wäre super. Also ich würde alles dafür tun, Eiszahn zu haben, aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Deswegen werde ich jetzt kurz Kaskade hier erlernen. Verlernen. So rum. Und stattdessen Eisstrahl, damit wir hier gegen diesen Vogelfänger kämpfen können. Ich wurde von einem meiner Vogel-Pokémon hierher geflogen. Und jetzt komme ich nicht mehr weg. Verdammter Mist. Ich schaue aber in der Zwischenzeit mal nach dem Eiszahn, ob wir es vielleicht doch irgendwo hier finden. Ich vermute allerdings nicht. Ich vermute wirklich nicht. Ich rechne nicht damit. Sensationell wäre es, keine Frage. Aber ich glaube, das gibt es überhaupt grundsätzlich nicht als TM. Eisstrahl wusste ich. Aber nee, es gibt keine Eiszahn-WM. TM. WM. Keine Weltmeisterschaft im Eiszahn. Ja, ihr seht's. Es ist sehr effektiv. Es macht kaum Schaden. Unser Spezialangriff mit Gyarados ist einfach zu gering. Ärgerlich. Das war so ein bisschen meine Idee auch für die Top 4, weil wir dann auch gegen Drachen-Pokémon kämpfen müssen. Aber haben wir... Warte mal, Wutanfall. Ist Wutanfall eine normale Angriffsattacke? Das wäre nämlich ein guter Ausgleich. Wir schauen mal. Wir setzen Dodri. Wir setzen mal Wutanfall ein. Ich weiß gar nicht, ob das... Ich glaube, das ist ein normaler Angriff. Oh, ich glaube, unser Gyarados geht uns schon wieder flöten. Jawohl, doch, es passt noch. Noch passt's. Könnten wir theoretisch trotzdem wechseln? Das wäre mir ein bisschen lieber. Ich will mein Gyarados nicht schon wieder aufs Spiel setzen. Gyarados erreicht Level 50. Schön. Und es bekommt plus 3 Angriffspunkte dazu. Alter Schwede. Also der Angriff von Gyarados ist halt extrem. So, wir wechseln. Pikachu, komm raus mit dir. Wenn ein Pokémon keine Probleme mit Vogel-Pokémon hat, dann du. Dafür bist du ja auch da. Mega Pikachu! Schön. Also, soll er mal sein Taubos rauspacken? Ob ein Donnerblitz ausreicht? Gucken wir mal. Aber das reicht nicht nur aus. Das ist genug für... einen ganzen Vogelschwarm, für einen ganzen Taubos-Schwarm. Enzo wurde besiegt und er sagt, oh nein, ich bin der Enzo gefangen. Sie sind völlig platt, wie komme ich jetzt zurück nach Hause? Ja, ich lasse dich einfach allein. So, unser armes Gyarados ist ganz schön geschwächt. Theoretisch können wir Pikachu bis ins Unendliche leveln. So, kommt der Schwimmer nicht zu uns, kommen wir eben zum Schwimmer. Schönen guten Tag. Da kommt er schon. So einen durchtrainierten Körper wie meinen sieht man selten. Oh ja. Das ist auch... Also keine Ahnung, ich habe das ja auch schon oft in irgendwelchen Freibädern und so erlebt im Sommer. Da gibt es dann eben wirklich diese Art von Mann, die denkt, es wäre cool, wenn man komplett überheblich mit seinem Körper umgeht und ihn zur Schau stellt. Es ist wirklich... lachhaft. Und wenn ich dann aber sehe, was dafür Damen neben einem oder neben diesen Herren herlaufen,
die eben auch von sich so selbst überzeugt sind und sagen, dass sie die wahren Topmodels eigentlich sind, dann zweifle ich manchmal wirklich an der Intelligenz mancher Menschen. Also was da manchmal zu sehen ist, das hat dann auch mit Schönheit nichts zu tun. Sorry. Also, nee. Ist komisch. Passieren die skurrilsten Geschichten. Ich hatte auch tatsächlich schon mal den Fall, dass einer zu mir kam und meinte so, hast du jetzt gerade hier meine Alter angeglotzt? Und ich dachte mir so, nee. Denn ich finde die tatsächlich eher nicht so schön, wie sie sich hier auftagelt im Freibad. Dann ist, nein, nicht mein Fall. Dankeschön. Simsala gegen Tentoxa. Oder Nidoking. Wäre auch eine Überlegung wert. Warum nicht? Warum nicht? Komm, ich will es mal sehen. Nidoking, zeig mal bitte, was du drauf hast. Gegen seinen Tentoxa. Tentoxa ist ja nicht nur ein Wasser-Pokémon, sondern auch ein Gift-Pokémon. Wir haben es ja schon gefangen, deswegen kennen wir das natürlich. Und setzen mal Schlagbohrer ein. Denn mit einer Bodenattacke kommen wir sehr gut gegen Gift. Schön. Nidoking, ich bin stolz auf dich. Ah, da freue ich mich immer so ein bisschen, wenn so meine Pokémon, die ich ins Herz geschlossen habe, wenn die wirklich ihr Bestes geben. Waschlappen. Ja, jetzt von dir, ne? Jetzt von dir, Kollege Schnürschuh. Ab ins Becken. Ins Nichtschwimmerbecken mit dir. Ich hätte meine Pokémon trainieren sollen, nicht meinen Körper. Mhm. Das sowieso. Es lohnt sich halt echt. Es ist wirklich so einfach so ein Näschen zu sagen, komm, schauen wir nochmal hier ein bisschen rum. Vielleicht ist ja was da. Völlig zu Recht. Oh, hier sind ja noch so viele Trainer. Halleluja. Du findest eine Sprühdose Topschutz. Schön.